Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um das, was jetzt in dein Leben kommen wird. Ich schaue mir das Ganze an mit der Hilfe von Tarotkarten. Ich lege heute das Tarot of Mystical Moments. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Schau einfach, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Weil ja, es ist eine allgemeine Legung und es kann sein, dass nicht alles, was ich hier sage, für dich bestimmt ist. Aber ein Teil ganz bestimmt, weil du bist jetzt hier, du hast diese Legung gefunden, beziehungsweise diese Legung hat dich gefunden. Was kommt jetzt in dein Leben? Das kommt jetzt in dein Leben. Das ist der erste Teil. Und was habe ich denn hier? Die 10 der Kelche. Das ist sehr gut. Das ist das Glück. Ritter der Schwerter. Das Gericht und die Königin der Schwerter. Also ich habe hier den Ritter der Schwerter und die Königin der Schwerter. Das könnte darauf hinweisen, dass es sich hier um zwei Menschen handelt. Muss aber nicht. Kann auch nur hier die Königin der Schwerter sein. Das könnte es zum Beispiel du sein. Die Königin der Schwerter und der Ritter der Schwerter. Das könnte zum Beispiel ein Mensch in deinem Leben sein. Kann aber auch hier so eine Stimmung, so eine bestimmte Energie darstellen. Muss nicht unbedingt eine Person symbolisieren, kann aber. Ja, kann hier auch eine Person sein, der Ritter der Schwerter, eventuell etwas jünger als du, eventuell. Könnte sogar vielleicht, ja, jemand sein aus deiner Arbeit, der viel jünger ist zum Beispiel als du, oder aus deinem Bekanntenkreis, vielleicht zum Beispiel der Sohn oder die Tochter von einer Freundin, kann auch sowas hier sein, kann aber auch zum Beispiel ein Gegenüber sein, dein Gegenüber, mit dem du verbunden bist. Wenn diese Person nicht jünger ist als du, dann ist sie auf einem ganz bestimmten Gebiet etwas unreif, beziehungsweise nicht auf dem gleichen Stand wie du. Denn ich habe hier den Ritter, der Ritter steht natürlich unter der Königin, der Ritter, der himmelt, er himmelt die Königin an, ja. So habe ich das hier und von diesem Ritter könnte irgendeine Nachricht kommen, könnte irgendeine Information kommen. Wie gesagt, muss nicht unbedingt ein Liebesverhältnis sein, eine Liebesverbindung, kann auch freundschaftlich sein oder du kennst diese Person einfach. Sie steht dir nicht nah, aber du kennst sie. Und ich habe hier irgendwie so einen Austausch zwischen euch beiden, irgendwie sowas wie vielleicht sogar Wiederbelebung. Wiederbelebung des Verhältnisses, Wiederbelebung der, des Kontakts hier durch das Schreiben habe ich hier. Der Ritter der Schwerter, die Ritterin gibt es nicht, aber das ist hier ein weibliches Wesen, deswegen könnte hier natürlich auch weiblich sein. Das muss nicht unbedingt ein Mann sein, ja, also nicht männlich, sondern kann auch weiblich sein, wie man das hier sehr schön sieht. Setzt dazu an, für einige von euch, etwas zu schreiben. Möchte etwas schreiben, möchte etwas mitteilen. Ich habe hier die Schwerter, das ist die Kommunikation. Bei dir genauso. Du möchtest auch kommunizieren, aber bei dir muss es nicht unbedingt sein. Ja, weil du drehst dich davon so ein bisschen weg. Also muss nicht unbedingt sein. Es kann auch hier sowas bei dir sein, wie in sich gehen oder das Ganze von außen betrachten und sich deine eigenen Gedanken machen. Ja, nicht unbedingt etwas mitteilen, kommunizieren, sondern schon beobachten und Schlüsse draus ziehen, aber Kommunikation muss nicht unbedingt sein. Also du wirst diese Kommunikation nicht beginnen, was ich hier so sehe, oder du möchtest diese Kommunikation nicht beginnen, du möchtest auf diese Person nicht zugehen, sondern diese Person wird auf dich zugehen, was ich hier so sehe, und das wird irgendwie so eine Wiedergeburt sein.
Ich habe hier das Gericht, das ist die Wiedergeburt, das ist die Auferstehung, das ist die Neuerfindung, das ist die Veränderung. Das ist auch als, vielleicht wenn diese Verbindung irgendwo nicht so richtig da war oder verschüttet war, man hat sich nicht lange nicht mehr gesehen, man wollte von dem anderen vielleicht auch gar nichts mehr hören, ja? Es kann auch hier so sein. Oder einfach keine Zeit für den anderen haben in letzter Zeit, Prioritäten irgendwo anders setzen, du, dieser Mensch, ja. Dann habe ich hier sowas wie, dass das wegfällt. Das ist wie so ein Stein, der im Weg liegt und dieser wird sich auflösen. Und ich habe hier sowas wie so eine Befreiung, so eine Erleichterung. Die Kommunikation zumindest wird zwischen euch beiden besser funktionieren. Ja, zwischen dir und dieser Person. Kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, kann jünger sein, kann auch ein bisschen unreif sein. Konnte sich vielleicht bis jetzt nicht richtig ausdrücken, konnte sich vielleicht bis jetzt nicht richtig mitteilen, aber ich habe hier das Glück und das Glück ist da in dieser ganzen Verbindung. Ja, wenn es sich um eine andere Person handelt, weil ich habe hier auch noch ein Szenario gesagt, das ist eine allgemeine Legung, wo der Ritter der Schwerter keine Person ist, sondern das bist du hier. Du bist hier alleine und es geht nur um dich, um deine Angelegenheiten, ja, ohne dass da irgendjemand noch dabei ist. Aber in dieser Angelegenheit mit diesem Menschen, vielleicht ist es auch beides bei dir, ja, kann auch beides sein. Also mit diesem Menschen, da habe ich hier das Glück. Einfach glücklich sein mit diesem Menschen muss nicht romantisch sein. Kann auch ein Verhältnis sein, sogar, ja, sogar ein Arbeitsverhältnis sehe ich hier. Und trotzdem kann man sich gut mit dem anderen verstehen und der andere tut etwas für dich und du tust für den anderen etwas, ja. Kann auch sowas sein, irgendetwas mit, ja, weil ich habe die Schwerter. Das könnten natürlich auch hier Behörden sein, Schriftstücke, Briefe, Mitteilungen, Bescheide, ja, sowas in die Richtung mit dem Gericht, natürlich auch gerichtliche Angelegenheiten, könnte so weit gehen, ja. Und da ist speziell ein Mensch irgendwie noch so, vielleicht ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin, kann sowas sein, ja. Und da liegt das Glück dabei und irgendwie so eine Erfüllung und Erleichterung und der Weg wird freigeräumt werden. So habe ich das hier. Also in diesem Szenario hier mit diesem Menschen, mit dem Ritter der Schwerter, wie gesagt, kann ein Mann sein, kann eine Frau sein, wird der Weg frei gemacht werden. Der Weg ist frei, weil hier liegt das Glück und hier liegt das Gericht. Beflügelt sein, einfach sich weiterentwickeln, weiterentfalten. Kann auch sein, dass etwas Positives von der Seite von diesem Menschen kommt und du bist frei. Das kann auch so sein. Du bist endlich frei und du kannst loslegen und du orientierst dich um, du schaust in eine andere Richtung. Das kann hier auch so gesehen werden. Und die Zehn der Kelche, das ist auf jeden Fall eine Karte, wo man sich versteht. Ja? Man versteht sich, man geht aufeinander ein, man verbindet sich mit dem anderen auf einer Ebene, muss nicht die romantische Ebene sein, kann aber eine romantische Ebene sein, kann hier auch eine Liebesgeschichte dargestellt werden, muss aber nicht. Ich habe hier keine Kelche, deswegen, das muss nicht unbedingt eine Liebesgeschichte sein, sondern kann auch etwas Förmliches sein, total förmlich, ja, oder freundschaftlich. Und diese Person wird dir zugewandt sein, wird sich dir zuwenden, wird dir entgegenkommen. So habe ich das hier auf eine förmliche Art und Weise wird dir dieser Mensch entgegenkommen. Und das wird den Weg freiräumen. So habe ich das hier im Kartenbild. Und natürlich gilt das Gleiche auch, wenn es romantischer Natur ist, dass zum Beispiel dein Gegenüber dir entgegenkommt, möchte sich mit dir verbinden, wird es auch tun. Und das wird so eine Erleichterung bringen, Befreiung und auch vielleicht so eine Veränderung, so eine leichte Veränderung in dieser ganzen Angelegenheit. Und wenn das kein Mensch ist, ja, sondern ich habe hier für ein
für zwei Menschen habe ich hier für dich und also es, nee, nee, das geht nur um dich. Genau, das geht nur um dich jetzt. Und zwar geht es hier um dein Glück, dein persönliches Glück, auf welcher Ebene auch immer. Es geht speziell um dich. Du bist die Königin der Schwerter. Du bist, stehst in dieser Angelegenheit, stehst du für dich alleine. Du bist, möchtest auch sein, selbstständig, eigenständig, auf deinen eigenen Beinen stehen, für dich selber sorgen können, vielleicht sogar so ein bisschen, ja, sag ich mal, hier salopp klarkommen in diese Angelegenheit. Und das wird möglich sein, sage ich dir hier gleich. Es wird nicht einfach, Ritter der Schwerter. Das sind so ein bisschen Widrigkeiten. Das ist so ein bisschen kalter Wind ins Gesicht. Also es ist nicht einfach, aber du gehst diesen Weg. Du machst einen Schritt nach dem anderen und es wartet die Befreiung auf dich, weil du von Glück begleitet wirst, weil du von Erfüllung begleitet wirst, weil du vielleicht innerlich so ausgerichtet bist, dass das alles gut gehen wird, dass das alles klappen wird und dann wird es auch klappen, habe ich hier. Mit so einer Erleichterung wird es klappen, ja? In einer ganz bestimmten Angelegenheit, die nur dich was angeht, sowas habe ich hier, ja? Und das schwingt auch bei dir so ein bisschen so ein Gefühl dabei, also du bist gefühlsmäßig involviert, ja? Muss nicht die Liebe sein, kann einfach auch irgendetwas anderes sein, wo einfach dein Herz dran hängt. Kann auch sowas sein. Aber da kann ich dir hier sagen, dass du ja ruhig schlafen kannst. Du kannst ruhig schlafen, du kannst dich entspannen, denn wenn da ein Stein, hier ein Stein im Weg liegt, dann wird dieser freigeräumt werden, wird sich einfach auflösen, wird verschwinden. Hat sich erledigt. Ja, sowas habe ich hier. Und du machst einfach weiter. Vielleicht sogar ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ja, das war der erste Teil. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil. Was kommt jetzt in dein Leben? Also was jetzt hier in dein Leben kommen wird, das ist eine Erleichterung, das ist eine Befreiung, das ist eine. Ein Stein fällt dir vom Herzen, ein Stein wird aus dem Weg geräumt werden, ja. Und zwar entweder in einer Verbindung mit jemandem, muss nicht romantisch sein, oder eine Angelegenheit, die nur dich betrifft, oder beides. Was kommt jetzt noch in dein Leben? Die Sonne liegt direkt unter den Zehen der Kelche. Sehr schön. Die Mäßigkeit. Der Mond. Und die Hohepriesterin. Ich habe dich hier als, als einen Menschen drin zu liegen, allgemein in diesem Kartenbild. Der sehr auf sich achtet. Du achtest sehr auf dich. Du bist auch sehr mit dir beschäftigt momentan, was ich hier so sehe. Du bist dir sehr wichtig. Muss nicht sein, dass du dir am wichtigsten bist. Könnte aber sogar so sein, dass alles andere erstmal zur Seite geschoben wird. Kann auch so sein. Und du spielst die Hauptrolle momentan. Dein seelisches Gleichgewicht, dein Wohlbefinden, deine Laune, dein Glück, dein Vorwärtskommen, deine Träume, deine Erwartungen, du als Gesamtbild, als eine Gesamterscheinung, ja, spielst jetzt oder wirst jetzt die Hauptrolle spielen. Andere sind natürlich auch noch da, ja, aber du bist wichtig, du bist, ja, du bist irgendwie, habe ich sowas wie, du bist die Nummer eins, ja. Und in deinem Leben momentan,
Du fokussierst dich, konzentrierst dich, auf deine Angelegenheiten. Und ich soll dir sagen, dass das sehr gut ist, dass du das machst. Vielleicht ist es so. Und wenn dem nicht so ist, dann könntest du das so machen und du wirst es auch so machen, was kommt, weil die Legung heißt ja, was kommt jetzt in dein Leben. Und du wirst dich selber auch ein bisschen ja, schonen oder dir was Gutes tun oder auf dich achten, dich beobachten. Vielleicht so eine Selbstreflexion habe ich hier auch im Kartenbild. Ja? Und das bringt dich weiter. Und das tut dir gut. Das ist auch wichtig. Vielleicht hast du die ganze Zeit den Fokus auf andere gelegt. Auf andere Menschen, vielleicht auf einen ganz bestimmten speziellen Menschen, auf eine ganz spezielle Person. Und wichtig ist aber jetzt diesen Fokus auf dich zu legen, auf deine Angelegenheiten. Wichtig, sehr wichtig. Und das wird dir sehr gut tun. Da wirst du das Glück finden. Du wirst auch, ich soll dir hier sagen, in dir selber findest du das Glück. Nicht in jemand anderen. Das ist nur von kurzer Dauer. Wenn du dauerhaft glücklich sein möchtest, dann findest du das Glück nur in dir selber. Und das, was in dir drin ist, strahlt auch nach außen. Also wird auch alles andere Glück dir bringen dann im Endeffekt. Vielleicht hast du eine schwierige romantische Verbindung, ja, und du erwartest einfach von deinem Gegenüber, dass er dich glücklich macht. Aber solange du selber nicht für dich glücklich sein kannst, wird der andere dich auf Dauer nicht glücklich machen können. Das sagen hier die Karten. Wichtig ist, die eigene Mitte zu finden, deine Mitte, deine innere Balance. Es gibt Meditationen, es gibt Bücher, ja, es gibt Musik, wo du entspannen kannst, wo du Zeit für dich nehmen kannst. Wirst du machen, sollst du machen, sagen dir hier die Karten. Und dann wirst du auch stärker werden. Und sogar, wenn du deine Mitte findest, wenn du dich entspannst, sagen wir mal einfach nur, wenn dir das nicht sagt, die eigene Mitte finden, ja. Wenn du dich entspannst und auf dich Acht gibst, dann wird auch die Unsicherheit weggehen und aus Unsicherheit wird Sicherheit. Du wirst sicherer werden, selbstbewusster, dir selber vertrauen können. Und ich habe hier auch eine Blockade, ein Problem, wirst du lösen können. Ich weiß nicht, in welchem Bereich, die Karten sind sehr, sehr allgemein hier. In der unteren Reihe sind die Karten wirklich super allgemein, das sind alle Karten der großen Arkana, wow, also es ist sehr bedeutend, sehr bedeutsam, was die Karten, die jetzt bis jetzt so gesagt haben, in Bezug auf die untere Reihe, weil das Glück ist da, das Glück ist an deiner Seite. Könnte sein, dass du das vielleicht nicht so erkennst, diese Blockade, dieses Hindernis, vielleicht auch so eine Verstrickung mit diesen Oktopusarmen hier, Verstrickung in eine ganz bestimmte Angelegenheit, ja, das wird sich lösen, das wird sich, ja, das wird sich ergeben, also das wird verschwinden, du wirst da rauskommen, also diese Oktopusarme halten dich ja nicht fest, aber trotzdem sind da irgendwie als eine Bedrohung vielleicht, ja, das könnte hier so leicht bedrohlich sein für dich, du kehrst dem Ganzen den Rücken zu, trotzdem ist es irgendwo da und vielleicht löst Unbehagen aus, es könnte ein Problem sein in deinem Leben, das könnte ein Mensch sein, eine Situation, ja, sowas sehr allgemein gehalten hier. Und für einige von euch zur Vollmondzeit könnte das sich dann auflösen, mit deiner Hilfe. Vielleicht aber auch ohne deine Hilfe, ja. Das ist hier so 50-50, was ich hier so sehe, dass sich das einfach auflöst. Diese Blockade, dieses Hindernis, dieses Problem, wie gesagt, hier die Auferstehung, das spielt auch hier so ein bisschen alles so ein bisschen mit. Und für einige von euch habe ich hier zu liegen, was kommt jetzt in dein Leben? Glück in der Partnerschaft, Glück in der Verbindung, Glück in der Liebe habe ich hier, ja. Glück in der Liebe kommt in dein Leben. Wenn du auf eine Nachricht wartest, diese Nachricht wird dich erreichen mit den Mäßigkeiten, mit diesem Losschicken der Taube. Und ich habe das hier so, ja, wie gesagt, Zeit für sich nehmen, Zeit für sich haben. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl haben solltest, irgendwo,
Ist bei dir irgendein Bereich ist nicht so ausgeglichen, dann sagen mir die Karten, gleich es einfach aus, auf welche Art und Weise auch immer. Es ist besser für dich, wenn du das ausgleichst. Dann geht es dir besser, dann fühlst du dich wohler. Und ja, was habe ich denn hier noch? Ein etwas Mysteriöses mit der Hohepriesterin und mit dem Mond. Die Sonne, es ist aber positiv. Ja, positives, mysteriöses etwas habe ich hier. Etwas Mysteriöses wird in deinem Leben sich zeigen. Es könnte etwas Spirituelles sein. Es könnte aber auch etwas in der Freizeit sein, was etwas mit deiner Freizeit zu tun hat, mit der freien Zeit. Ein Hauch von Magie liegt in der Luft. Und naja, das könnte man auch hier so sehen, wenn du jetzt, also diese untere Reihe, das ist nicht für alle, das ist nur für einige, wenn du daran interessiert bist, ja, also wenn du zum Beispiel irgendein Ritual abhalten möchtest, ja, irgendein Ritual, irgendein, dann ist jetzt die richtige Zeit dafür, soll ich dir sagen. Und es wird gut werden. Also dieses Ritual wird Erfolg bringen, wird auch Glück bringen im Endeffekt. Ja? Ich habe einige von euch wissen nicht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, soll ich diesen Wunsch losschicken? Vielleicht ist es einfach so ein Wunsch, der in dir ist. Du möchtest etwas haben und du weißt nicht, ob das auch gut gehen wird oder ob das zu dir finden wird. Und hier mit der Sonne, ich soll dir sagen, ja. So ist das hier im Kartenbild. Also das ist das, was jetzt in dein Leben kommen wird. Und auch deine innere Stimme jetzt am Rande, die innere Stimme leitet dich. Vielleicht sogar die Intuition, je nachdem, ja. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast, dass du hier warst. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Wenn du magst, kannst du natürlich hier liken, abonnieren, würde mich sehr freuen. Natürlich einen Kommentar schreiben. Vielen lieben Dank, ja, für deinen Kommentar, für dein Abo, für dein Like. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.